Lehrvideo behandeln wir die mittelhochdeutsche Deklination, also die regelmäßigen Veränderungen von Substantiven, Pronomen, Adjektiven und Artikeln. Grundsätzlich ist hier glücklicherweise vieles gleich im Vergleich zum Neuhochdeutschen. Wie immer werden wir vor allem die Unterschiede behandeln. Kommen wir zunächst zu den Substantiven. Zuerst ist hierbei wichtig, dass Sie daran denken, dass sich das Geschlecht, der Genus, vom Mittelhochdeutschen zum Neuhochdeutschen verändert haben kann. Schauen Sie sich mal die beiden Beispiele an. List, das mittelhochdeutsche Wort List, das Sie ja auch im Neuhochdeutschen als List kennen, ist im Mittelhochdeutschen maskulin und nicht feminin, also es heißt der List und nicht die List. Im Beispiel das Tätens durch den List. Hier sehen Sie, dass List hier männlich verwendet wird und eben nicht weiblich. Das nächste Beispiel wäre Getwerk, das bedeutet Zwerg. Das ist im Mittelhochdeutschen ein Neutrum und kein Maskulinum wie im Neuhochdeutschen. Das Getwerken wollte ihr nicht sagen, kann im Mittelhochdeutschen formuliert werden. Das Getwerk, nicht der Getwerk, und Sie müssen das eben in der Übersetzung verändern. Sie müssen auch bedenken, dass es auch regionale Unterschiede im Mittelhochdeutschen gibt, was den Genus eines Substantivs betrifft. Beispielsweise bei dem Wort Sonne, also das dann später zu Sonne wird, eine Senkung später, das kann im Mittelhochdeutschen feminin oder auch maskulin ausgebildet sein. Von dem ging ein Schien so klar rechte dem Gebäre, als es der Sonne wäre. Bei diesem Satz sehen Sie, dass Sonne hier als Maskulinum gebraucht wird. Wenn Sie also bei der Übersetzung ein Wort vor sich haben, ein Substantiv, dessen Form Sie nicht sofort bestimmen können, dann könnte es sein, dass sich einfach der Genus geändert hat. Probieren Sie dann einfach ein anderes Geschlecht aus, beziehungsweise schlagen Sie dieses Wort, dieses Substantiv einfach nach im Lexer. Da steht das dann drin, ob sich der Genus geändert hat. Kommen wir nun zur eigentlichen Deklination. Hier ist es zunächst wichtig, dass Sie unterscheiden zwischen einer starken und einer schwachen Deklination. Diese Differenzierung, starke und schwache Deklination, analog zu starkem und schwachem Verb, also Konjugation, finden Sie auch im Neuhochdeutschen. Sie ist Ihnen also zumindest vom Gebrauch her geläufig. Die schwache Deklination hat die Eigenheit, dass sie alle Endungen auf en bzw. auf das bloße n ausbildet, wenn das eh schon zum Wortstamm dazugehört. Die einzige Ausnahme ist der Nominativ Singular, beziehungsweise auch noch dazu der Akkusativ Singular, wenn es ein Neutrum ist. Der ist ja immer gleich dem Nominativ Singular. Hier finden Sie beim Nominativ Singular oder auch beim Akkusativ Singular bei einem Neutrum im Mittelhochdeutschen ein schwachtoniges E als Endung, das im Neuhochdeutschen häufig ausfällt. Sie kennen dieses Phänomen als Apokope, das schwachtonige E fällt aus zum Neuhochdeutschen. Schauen Sie sich mal das Beispiel Fürste an. Sie sehen, alle Formen sind wie im Neuhochdeutschen ausgebildet, bis auf den Nominativ Singular. Wer, der Fürste, wessen, des Fürsten, wem, dem Fürsten, wen, den Fürsten. Und im Plural, wer, die Fürsten, wessen, der Fürsten, wem, den Fürsten und wen wiederum die Fürsten. Sie sehen also, dass Sie hier kaum etwas zum Lernen haben bei der schwachen Deklination. Sie müssen sich eben nur die beiden Ausnahmen merken, die aber auch sehr ähnlich zum Neuhochdeutschen ausgebildet werden. Das ist eben der Nominativ Singular bei allen Geni und der zusätzlich Akkusativ Singular beim Neutrum. Die werden nur auf E ausgebildet in der Endung. Kommen wir zur starken Deklination. Die starke Deklination bildet viele unterschiedliche Endungen aus. Es gibt hier viele Formen, die aber glücklicherweise grundsätzlich wie im Neuhochdeutschen funktionieren. Schauen Sie sich gleich mal das Beispiel an. Tag, wer, der Tag, wessen, des Tages, wie im Neuhochdeutschen, wem, dem Tage. Hier fällt im Neuhochdeutschen häufig das schwachtonige E einfach aus. Wen,
den Tag. Im Plural wer, die Tage, wessen, der Tage, wem, den Tagen und wen wiederum die Tage. Sie sehen also, dass die Substantivdeklination eigentlich denkbar einfach ist und grundsätzlich wie im Neuhochdeutschen funktioniert. Es gibt natürlich auch Ausnahmen und Parallelformen, die Sie dann im Einzelnen berücksichtigen müssen, gegebenenfalls im Lexer nachschlagen müssen, vielleicht auch ein bisschen ausprobieren müssen. In der Regel greift hier aber Ihr Sprachempfinden, das am Neuhochdeutschen sich orientieren kann. Schwieriger schon ist die Adjektivdeklination. Grundsätzlich kann jedes Adjektiv stark oder schwach dekliniert werden, je nachdem, zu welchem Substantiv es beigeordnet ist. Bei der schwachen Deklination findet sich kein Unterschied zur Substantivdeklination. Die starke Deklination weicht hingegen erheblich ab von der starken Substantivdeklination und es kommt auch zu Parallelformen, die Sie kennen müssen. Sehen wir uns mal das Paradigma übel an. Die Formen machen erst einmal einen etwas überfordernden, chaotischen Eindruck. Sehen Sie sich erst einmal die Doppelformen an, die hier durch die Abtrennung mit einem Querstrich gekennzeichnet sind. Im Singular-Nominativ gibt es Doppelformen, von denen die jeweils erste, hier rot markiert, ohne Endung auskommt. Sie wird gebildet wie der Singular-Nominativ des starken Substantivs. Denken Sie etwa an Tag, also dass einfach die Endung wegfällt hier. Die restlichen Parallelformen sind keine wirklichen Doppelformen. Hier fällt, wie Sie blau markiert sehen, lediglich das schwachtonige E aus manchmal, wie Sie es schon vom Prinzip der Apokope her kennen, oder aber es verschiebt sich einfach an eine andere Stelle. Sehen Sie sich nun mal die Parallelformen an, jetzt grün markiert. Wenn Sie sich die Endungen ansehen, dann sehen Sie, dass diese mit den Endungen der mittelhochdeutschen Personalpronomen identisch sind. Die Personalpronomen der, du und das entsprechen den Formen der Adjektivdeklination. Überler, überlü und überläs. Wenn wir mal die maskulinen Formen vergleichen mit den Formen des männlichen Personalpronomens, dann sehen Sie, dass die Endungen grundsätzlich die gleichen sind. Letztendlich gibt es also gar nichts Neues zu lernen. Sie müssen nur das, was Sie wissen, vom Neuhochdeutschen her anwenden und Sie müssen natürlich wissen, was Sie anwenden können. Ich fasse deswegen noch einmal zusammen. Die Deklination des Adjektivs funktioniert analog zur Deklination des Personalpronomens, wenn Sie die Endungen betrachten. Sie müssen halt manchmal ein bisschen ein weites Herz haben bei den Vokalen. Da steht manchmal bei den Adjektiven ein A, wo bei den Personalpronomen ein E steht, aber Sie wissen auch schon, dass die Vokale nicht so wichtig sind, sehr viel wichtiger sind die Konsonanten bei den Endungen. Es gibt eine Ausnahme, der Singular-Nominativ, der kann auch ohne Endung ausgebildet werden, das ist aber relativ einfach zu merken. Wir kommen damit zum letzten Punkt der heutigen Lektion, zu Steigerung. Gut, Steigerung ist nicht wirklich ein Bereich der Deklination, es gehört aber zur Flexion der Adjektive dazu. Steigerung funktioniert ja in drei Schritten, im Positiv, das ist die Grundform, im Komparativ und im Superlativ. Der Komparativ wird im Mittelhochdeutschen wie im Neuhochdeutschen auf die Endung er ausgebildet, der Superlativ allerdings auf die Endung est und nicht auf die Endung sten. Ein Beispiel, kräftig wird im Komparativ zu kräftiger und im Superlativ zu kräftigest. Daneben kann es auch, wie im Neuhochdeutschen, zur Ausbildung des Umlauts bei der Steigerung kommen. Also lang kann zu länger werden und dann zu längest. Parallel aber gibt es auch hier bei lang beispielsweise und bei vielen anderen ähnlichen Wörtern auch Formen, bei denen der Vokal bleibt, also langer und langest dann bei der Steigerung. Und Sie müssen auch daran denken, dass ebenfalls wie im Neuhochdeutschen, im Mittelhochdeutschen einige unregelmäßige Steigerungen stattfinden. Das heißt, hier baut der Komparativ und der Superlativ auf einen anderen Wortstamm auf als der Positiv. Hier die Beispiele. Gut wird gesteigert zu besser und zu bessest. Das kennen Sie grundsätzlich vom Neuhochdeutschen auch. Nur bessest unterscheidet sich von der Endung ein bisschen. Das haben wir schon gemacht. Daneben finden Sie aber auch im Mittelhochdeutschen schon die Form beste.
Wenn Sie sich hier schon mal die Endung anschauen vom Superlativ, da sehen Sie, dass die Verbindung st immer gleich bleibt, aber dass eben das e, das schwachtonige e, wechseln kann. Achten Sie also auch hier wieder vermehrt auf die Konsonanten und nicht so sehr auf die Vokale. Da gibt es mannigfaltige Parallelformen im Mittelhochdeutschen. Bei übel ist das ähnlich. Übel wird gesteigert in wirser. Denken Sie hier an das englische worse und worst. In wirser und dann eben im Superlativ wird es zu wirsest oder wirste oder wirseste. Da sehen Sie auch einfach nur die Vokale wechseln da ein bisschen. Das schwachtonige E, es kommt eins dazu manchmal, es fällt eins weg, es wechselt. Aber die Verbindung ST als signifikante Verbindung für den Superlativ, die bleibt immer gleich. Lützel, ähnlich, wird gesteigert in minner oder minre. Auch hier wechselt nur der Vokal. Und minnest oder minste oder minneste. Und schließlich Michel, also viel, wird zu mehre und zu meiste.